Kennt ihr auch diese Instagram- und diese TikTok-Hacks? Ja, ihr wisst schon, welche ich meine. Es gibt ja mittlerweile tausende dieser Hacks und auch ganz viele Kanäle, die nur diese Hacks bringen. Aber insgeheim fragt man sich doch, das funktioniert doch nicht. Oder? Und genau die Frage habe ich mir die Tage wieder gestellt, als so ein paar ganz tolle Hacks vorgeschlagen wurden. Meine Mission mit diesem Video ist es, diese Hacks auf Herz und Nieren zu testen. Vor allem, ob sie funktionieren und im Alltag wirklich praktisch umsetzbar sind, weil ausschauen tun die Hacks alle cool. Aber kann man sie wirklich verwenden? Taugen sie in der echten Welt was? Das finden wir in dem Video heraus. So, dann wollen wir uns den ersten Hack mal anschauen. Ich würde sagen, das schaut auf den ersten Blick wirklich super clever aus. Jetzt probieren wir mal, ob das auch wirklich funktioniert. So, vielleicht gibt es jetzt ein paar, die gerade sagen, hä, was soll denn der Hack überhaupt? Also der Hintergrund ist der, wenn du eine Farbdose hast oder irgendwas und du kippst die Farbe raus, dann läuft dir das immer hier am Rand entlang. Sieht man jetzt auch, das ist eine klassische Lackdose, dürfen alle kennen. Ob groß oder klein, wenn du es rauskippst, läuft dir immer hier die Suppe entlang. Und dafür soll dieser Flaschenhack sein. Flasche hab ich. So, dann schneidet man mal die größte Stelle auf, das dürfte ungefähr, ja, hier ist ungefähr gleich. So, hier sehen wir so eine klassische 750 ml Farbdose, wie es es in Deutschland zu Tausenden gibt. Und das ist so eine kleinere Farbdose. Und wir sehen, die Flasche passt schon mal gar nicht über die normale Dose drüber. Über die kleine Dose passt sie sogar drüber. Da ich mich auf das Video ja vorbereitet habe, habe ich gesucht, ob es noch irgendwo größere Flaschen gibt. Ja? Ich habe keine Flasche gefunden, die größer ist, dass sie auf so eine 750 ml Dose drauf passt. Das heißt, das scheidet schon mal aus. Wir können es also nur mit der kleinen Dose probieren. Ich habe übrigens so einen Farbdosenöffner, den kann ich euch mehr als empfehlen, aber nicht die aus dem Baumarkt, ja? Denn die verbiegen, habe ich festgestellt. Gebt da lieber 2-3 Euro aus, dann habt ihr einen vernünftigen. Meiner war ein Werbegeschenk von Clou. Der funktioniert wirklich gut. Die billigen, wie gesagt, die verbiegen sich. Hier hatte ich auch, habe ich direkt weggeschmissen. Also das funktioniert schon mal. Man sieht, es drückt sich an. Dann schütteln wir die Farbe erstmal, weil wenn die irgendwie ein halbes Jahr steht, müssen wir erstmal schauen, dass die durchgemischt ist. Und direkt fingerschmutzig. Aber woher kommt es jetzt? Ist die Dose undicht oder? Da ist ein Loch in der Dose. Was? Hä? Ich glaube, ich spinne. Da ist ein Loch. Frag mich jetzt bitte nicht, wie das Loch hier reinkommt. Keine Ahnung, ist es Rost? Ich weiß es nicht. Ist ja auch scheißegal, wir wollen einen Hack testen. Ich habe jetzt keine weitere Flasche da und eine neue Dose will ich auch nicht ansauen. Aber jetzt probieren wir überhaupt mal, ob das geht. Ich habe jetzt hier also meine Farbdose, schraube das hier auf, kann meine Farbe abfüllen, so viel ich brauche und kann das hier wieder zuschrauben und habe keine Sauerei, die Dose runterwärts. Die Frage jetzt ist aber, ist dieser Hack für die echte Welt geeignet? Zwei Sachen dazu. Erstens, schade, dass ich keine Flasche gefunden habe, die über diese üblichen 750 ml Dosen drüber passt. Und wenn ich eine gefunden hätte, die wie hier drüber passt, habe ich eine einzige Sorge bei der ganzen Geschichte. Und zwar, wie dichtet das über die Zeit ab? Lässt der Druck nach? Entkommt Luft rein? Der Lack härtet aus? Das kann ich leider nicht sagen. Weil es bringt ja auch nichts, wenn wir die Lackdose irgendwo hinstellen, ein halbes Jahr, machen wir sie auf, eingetrocknet, weil das hier Luft reinlässt. Also, ich finde den Hack cool, er hat super funktioniert, es ging super schnell und einfach, aber die Praktikabilität, die kann ich leider nicht beurteilen. Aber es ist was ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten werde. Wie kommt so ein Scheißloch in so eine Dose rein? Das habe ich noch nie gehabt. Nächster Hack. Ja, der Klassiker, wer kennt's nicht, gell? Wir probieren's. Also, dann haben wir ein paar Holzleisten. So, wir bleiben mal realistisch. Ich nehme jetzt keine übertrieben fette Schraube, damit es ja bricht, sondern ich nehme eine realistische Schraube für sowas. Ich nehme eine 4x40 Schraube, wäre für sowas geeignet. So,
So, bei mir bricht's schon mal. Ja gut, hier bricht's ein bisschen, okay. Jetzt nehmen wir diese Einhandzwinge und drücken das zusammen, dass es nicht brechen kann. Und schrauben nochmal eine Schraube rein und schauen, ob's bricht. Bricht nicht. Funktioniert der Hack in der echten Welt? Also mit dem Hack habe ich meine zwei Probleme. Das erste ist, wenn ich für so eine Verbindung natürlich eine übertrieben fette Schraube nehme, dass es auch ja bricht. Ja? Ich muss natürlich die richtige Schraube für die Anwendung nehmen. Mit dem Zusammenpressen, ja, funktioniert, aber ich stelle mir ehrlich gesagt die Frage, wenn ich so etwas schraube, warum nehme ich mir dann nicht eine Minute Zeit und bohr das ganz einfach vor, dann weiß ich, dass es nicht bricht. Also für mich ist das ehrlich gesagt kein Hack, sondern einfach irgendwas, was in dem Video cool ausschaut, damit jemand Klicks kriegt. Also für mich ist das kein Hack. Denn wenn ich wirklich sicher sein will, dass es nicht bricht, dann bohr ich ganz einfach vor. Kleiner Disclaimer noch, das war Hartholz, deswegen ist es nicht so stark gebrochen. Wenn du jetzt Fichte oder Tanne nimmst, dann bricht das mit Sicherheit stärker. Nächster Hack. Ja, das ist dumm. Schau mal, ob das geht. Ich mache es jetzt aber nicht mit einer Lochsäge wie im Video, weil das ist immer gleich, wie man es macht. Ich mache es jetzt hier einfach mit Forstnerbohrern. Und wie im Video fällt mir jetzt auf, oh nein, das Loch ist ja viel zu klein, ich wollte es ja größer bohren. Das ist ein Real-World-Problem, dürften alle Heimwerker kennen. Was mache ich jetzt und was ist jetzt eigentlich das Problem? Wenn ich jetzt nachbohren wollen würde, habe ich keine Zentrierung, denn dieser Stift in der Mitte sorgt dafür, dass sich mein Bohrer um diesen Mittelpunkt dreht. Der fällt weg, sobald ich keinen Punkt mehr habe, wo dieser Pin hier eintauchen kann. Also was mache ich jetzt? Denn es ist schon richtig, wie es im Video gezeigt wurde. Ich möchte das jetzt hier aufbohren, ja? Es würde vielleicht sogar gehen, wir probieren es mal. Mit einer Ständerbohrmaschine, da mag das noch funktionieren. Wenn ich das jetzt aber mit der Hand probiere, geht das auf gar keinen Fall. Wie behelfe ich mir jetzt, wenn ich das Loch noch größer wollte? Als erstes nehme ich mir erstmal meine Größe, die ich brauche. Dann nehme ich irgendein Opferholz oder eine Restplatte, die ich habe und bohre das Loch hier rein. So, hier haben wir das Brett mit der zu kleinen Bohrung. Das ist unser Opferbrett, in die wir mit der richtigen Größe reingebohrt haben. Und das bringen wir jetzt übereinander, dass das passt. Wenn ich es in der richtigen Position habe, dann spanne ich mir das mit Schraubzwingen fest, dass es nicht mehr verrutscht. Wie funktioniert das jetzt? Ganz einfach. Da das schon das Loch hat, zentriert sich der Bohrer in dem Loch selber. Und jetzt kann ich ganz einfach mein Loch bohren. So, und ruckzuck habe ich die richtige Größe gebohrt. Funktioniert übrigens mit Lochsägen ganz genauso wie mit Forsterbohren. Ist das jetzt ein Hack für die wirkliche Welt? Absolut, ich habe diesen Hack auch schon das ein oder andere Mal gebraucht. Also den Hack, den könnt ihr euch merken, der funktioniert tatsächlich. Jetzt kommen wir, wie ich finde, zum spannendsten aller Hacks. Also als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, was soll das denn? So, und das werden wir jetzt ausprobieren, ob das wirklich ein Hack ist, der in der echten Welt funktioniert oder nur cool ausschaut. Dazu nehmen wir mal einen ganz normalen Heißklebestick, sowas. Dann nehmen wir mal den passenden Bit für meine Schrauben. Schön heiß machen. Das ist schon mal gar nicht so leicht, das überhaupt hier reinzukriegen. Das ist schon mal sogar ziemlich schwer, wenn ich ehrlich bin. Noch mal probieren. Es ist schon eine Herausforderung, das hier so reinzukriegen. Ach Gott, jetzt hat sich schon wieder rausgearbeitet. Also das ist, so wie das im Video dargestellt wird, dass man das da ganz easy reindrückt und es hält, so ist es nicht. Also wie ihr seht, ist es schon mal ein Problem, das Ding hier überhaupt reinzukriegen. Aber wir tricksen jetzt ganz einfach mal, weil wir wollen einen Hack probieren und nicht, ob das in den Heißkleber reingeht. Boah, jetzt zieh mal vor, weil sonst stehen wir morgen wieder da. Ja, toll. Also wie es ausschaut, ist es ein viel größeres Problem, diesen Bit da überhaupt... Jetzt ist das Ding schon zu kurz, schau, weil es soll nachher um die Ecke gehen. Also ich brauche schon mal ein neues Teil, weil sonst komme ich ja nicht um diese Kurve drumherum. Das ist ja eine...
eine Standardstange, wie ich sie im Baumarkt kaufen kann. Und die ist bei mir jetzt schon durch dreimal machen zu kurz. So, das müsste reichen. Da drücken wir jetzt das warme Ding rein. Dann hoffen wir, dass das passt. Das nächste, was natürlich auch Sache ist, wenn ihr das Ding erhitzt, ja, dann ändert ihr das Metallgefüge. Wenn das glüht, kennt man, wenn man irgendwie einen Bohrer hat, einen Stahlbohrer, der mal geglüht hat, der schneidet nicht mehr. Also man verändert das Metallgefüge. Wie, weiß ich nicht, bin mal kein Metaller. Wenn jemand Metaller ist, darf er mir gerne mal runterschreiben. Wie ändert sich die Festigkeit des Bits, wenn ich das sehr, sehr heiß mache? Ich glaube, der Bit ist danach halt nicht mehr gut. Aber ich bin kein Metaller. Dürft ihr mal einen Kommentar schreiben. So, ich mache es jetzt mal gar nicht so übertrieben warm, dass das jetzt endlich mal da drin hält. So, jetzt drückt die Luft wieder raus. Bleib jetzt bloß drin. So, ich habe das noch zigfach probiert. Ich habe es nicht hinbekommen, dass der Bit, wie in dem Video, seht ihr hier, dass der drin bleibt. Denn wenn der Bit heiß ist und ihr drückt ihn rein, dann könnt ihr nicht einfach loslassen. Das Ding wird schockkalt und hält dann einfach. Also den Bit hier reinzukriegen, ist schon mal echt, ist echt schon mal eine Aufgabe. Und dann ist das Ding auch gar nicht so ultra flexibel. Was ich mich aber frage, selbst wenn der Hack funktioniert hätte, gibt es auch ein Problem, was ich mit diesem Hack habe. Und zwar ist diese Hack ja für eine ganz spezielle Sache da. Nehmen wir an, ich komme hier nicht mit meinem Akkuschrauber rein. Ich möchte hier aber eine Schraube einschrauben. Der Hack war ja so gedacht, dass ich hier meinen Heißklebestick einspanne und dann quasi mit so einem Bogen diese Schraube hier reinkriege. Als erstes mal seht ihr, das wird schon sehr, sehr knapp. Aber egal, wir wollen ja Schraube reinschrauben. Aha, jetzt geht es schon los, okay. Na ja gut, ist ja auch kein Wunder. Das Ding ist ja auch nicht da, um Kraft zu übertragen. Um eine Schraube einzuschrauben, muss ich ja Kraft übertragen. Aber wo jetzt mein Problem mit dem Hack liegt, ist folgendes. Wozu brauche ich einen Heißklebestick, wenn es solche Winkelvorrichtungen gibt? Und mit der kann ich die Schraube problemlos einschrauben. Und ich könnte sogar, wenn es hart auf hart geht, noch viel näher mit dieser Vorrichtung ran, als mit dem Heißklebestick. Aber ich höre euch schon argumentieren, ja, wenn du auf der Baustelle bist und keine Winkelvorrichtung hast, ja, dann hab auf der Baustelle erstmal zufällig einen nagelneuen Heißklebestick und irgendwas, wo du den erwärmen kannst und noch eine Zange. Also du brauchst etliches, um diesen Hack überhaupt auszuführen. Und dann, wie ihr gesehen habt, funktioniert das gar nicht mal so geil. Also warum sich nicht einfach so eine Winkelbohrvorrichtung kaufen, die es für 15 oder 20 Euro gibt, die stecke ich in meinen Werkzeugkasten rein und dann brauche ich diesen Hack überhaupt nie anwenden. So, wie ihr gesehen habt, nicht alles, was man bei TikTok oder bei Instagram sieht, oh Wunder, funktioniert auch in der echten Welt. Wenn ihr aber 6 Tricks, die jeder Heimwerker kennen sollte, die auch funktionieren, kennenlernen wollt, dann schaut ihr euch am besten dieses Video an. Hier unten seht ihr mein letztes Video. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis die Tage. Servus.